Catanus Quest von Benjamin Lenz. Alpha-Tier. Du hast das alles für mich getan, Schwester. Wie kann ich dir das nur jemals danken? Dank ist nicht notwendig, Peter. Wendris trug mit ihm zusammen die leichteren Stützstangen, um sich davon zu überzeugen, dass die Last ihn nicht überforderte. Vor ihr Ivana, mit der sie normalerweise zusammenging. Woher wusstest du, dass ich... Die Götter haben es mir gezeigt. Die Götter? Irgendwie wusste ich, dass du noch lebst, dass du noch gerettet werden kannst. Ich habe dich beobachtet, dich und Ivana. Ich habe gesehen, was ihr getan habt, wenn sie davon spricht, das Portal zu öffnen. Und ich habe es euch gleich getan. Du bist der Verlockung also wirklich erlegen. Obwohl Wendris es längst wusste, klang sie enttäuscht. Enttäuscht von der Schwäche Peters. Es war ein Albtraum. Alles, was ich befürchtet habe, wurde wahr. Ivana drehte sich zu ihnen um. Es war nicht besonders leicht, ihr Gespräch zu überhören. Wahr für dich. Aber jeder hat eine andere Wahrheit, und manche von uns haben das Privileg, sie zu wählen. Peter taxierte die Priesterin, die sich zu ihm umgedreht hatte und so seitwärts lief. Wenn es meine Wahl war, warum sollte ich mich gegen sie entscheiden? Keiner, der noch klar denken kann, würde das tun. Du hast dich schon entschieden, dein Inneres zumindest. Du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber du hast dich entschieden, die Götter zu verleugnen, spätestens als Majala von ihren bemalten Felsen berichtet hat. Nein, ich wollte nur eine Bestätigung meines Glaubens. Eben, die hättest du nicht gebraucht, wenn du dich anders entschieden hättest. Wendris berührte seinen Arm, um ihn zu beruhigen. Die Götter waren da, Peter. Ich habe sie gesehen. Er schwieg. Du glaubst mir doch. Ich weiß, dass du nicht lügst. Das ist aber nicht das Gleiche. Und doch bist du wieder voller Hoffnung. Beinahe der Alte, stellte Ivana fest. Es ist die stärkste Prüfung, an etwas zu glauben, von dem man gesehen hat, dass es nicht da ist. Viel schwieriger, als gar nichts zu sehen. Als ich dachte, ich sterbe... Es war, als hätte ich den Glauben wiedergefunden. Was das Portal mir nicht zeigen vermochte, habe ich erlangt, als ich versuchte, auf die natürliche Weise ins Jenseits zu gelangen. Es mag der Ginera gewesen sein, der mich seinen Kindern zum Fraß vorwarf, doch in den Dingen meinte ich Catanus wirken zu sehen. Er hat euch geschickt, um mich zurückzuholen. Er hat euch die Kraft gegeben, den Berg zu erklimmen, den Schutz vor den wilden Bestien und den Glauben daran, dass ich noch lebe. Ohne die Götter hättet ihr mich doch unmöglich gefunden. Die Priesterin bedachte ihn mit seinem stolzen Lächeln. Das ist die wahre Stärke. Die Götter haben dich geprüft und du hast ihre Prüfung bestanden. Pfote nahm Gerüche wahr, die ihm ganz und gar unbekannt waren. Zwar kannte ein Vrim den Geruch anderer Tiere, Schweiß und Moschus, doch solange er ihnen nicht begegnet war, konnte er diese fremden Einflüsse nicht zuordnen. Er wusste nicht, dass die Tiere, die diesen Geruch, der für seine empfindliche Nase immer näher kam, selbst für einen ausgewachsenen Blutwolf eine gewaltige Gefahr darstellten. Girdachs rannten nicht häufig, die meiste Zeit trotteten sie nur umher. Bei der Jagd hatten sie einen schnelleren Laufschritt, um die letzten Meter der tödlichen Distanz zu sprinten. Sie umzingelten ihre Beute nicht, denn ein sternförmiges Zuhalten auf die Opfer bedeutete auch das Risiko, sich gegenseitig zu ramponieren. Sie sahen die Gruppe von Menschen und verharrten eine Weile. Es waren deutlich mehr Menschen als Girdachs, aber die Girdachs hatten vor den Menschen nicht viel zu befürchten. Kein Grund also, keinen Überfall durchzuführen. Karimato beschlich schon eine Weile ein ungutes Gefühl, sich nicht zu dezentralisieren, um einen besseren Überblick über das Gebiet und mögliche Gefahrenquellen zu erlangen, aber in diesem Wald würde es wohl das genaue Gegenteil bewirken, wenn er und Anyaka sich vom Stamm entfernten. Zwar war ihre Orientierung gut, aber in einem Wald wollten sie es nicht darauf anlegen, sich zu verlieren. Dass sein Gefühl berechtigt war, zeigte sich, als zwei Girdachs aus dem Unterholz sprangen und auf die Gruppe von Menschen zuhielten. Augenblicklich versagte es jedes klare Denkvermögen. Der eine Girdach sprintete auf Halinjaku zu, der regungslos dastand, als wartete er nur darauf, von dem Horn des Girdachs durchlöchert zu werden. Es dauerte noch Sekunden, seinem Geist kam es länger vor, der Reaktion seines Körpers kürzer. Der Häuptling schloss die Augen und spürte die unausweichliche Erschütterung.
Der zweite Gierdack setzte auf einen Jacker zu, die sich noch rechtzeitig zur Seite stürzen konnte. Ihr Blick wanderte noch eher zu ihrem Vater als zu dem Tier, das sie angegriffen hatte. Ihr Angreifer wendete und konnte sich scheinbar nicht entscheiden, welches der vielen Opfer er als nächstes Ziel auserkoren sollte. Halin Yaku lag auf dem Boden, aber da war kein Schmerz. War es möglich, dass dieser Reiz erst so viel später in sein Bewusstsein drang? Er schaute an sich hinunter und bemerkte zu seiner kurzweiligen Erleichterung, dass er weitestgehend unversehrt war. Das Horn des Gierdachs hatte ihn nicht getroffen, Pfote hatte sich zuvor auf Halin Yaku geworfen, ihn schützend zu Boden und dann somit aus der Reichweite des tödlichen Horns gedrückt. Jaulend lag der Vrim neben dem Häuptling von dem Stoß fortgeschleudert, den er statt seiner eingesteckt hatte, eine Verletzung zwischen den Rippen. Unterdessen wich Ivana vor dem zweiten Gierdach zurück, der es offenbar auf sie abgesehen hatte. Sie standen sich so nah gegenüber, dass das wilde Tier keinen Anlauf nehmen konnte, doch dafür würde es das Mädchen nur umso schmerzhafter langsam aufspießen. In ihrer Verzweiflung warf sie, was sie zu fassen bekam, in seine Richtung, ein Beutel voll Nazca-Pulver, ein Tolschälchen mit Gewürzen. Es zerschellte an seinem Horn und reizte seine Augen. Das brachte das Tier nur umso mehr in Rage, aber es sah auch nicht mehr so gut. Die Priesterin hechtete zur Seite und blieb wimmernd am Boden liegen, alle möglichen Gebete an Katanu Ryot richten, der Gierdack möge sie verschonen. Der Gierdack trabte los, blind vor Wut und dem brennenden Pulver zwischen seinen Lidern. Als hätten die Götter sie erhört, als hätten sie ihrer Fehde mit der abtrünnigen Priesterin, die sich gegen sie richtete, beigelegt, ließen sie eine Astgabel von dem Baum fallen, die auf einen solchen Tumult scheinbar nur gewartet habe, um Laub umherwirbelnd von einer verkeilten Verzweigung herabzustürzen, direkt auf das Mädchen. Der Gierdack erkannte früh genug das scheinbar vom Himmel gefallene Hindernis und setzte darüber hinweg, aber er erkannte zu spät das Hindernis, das seit Dekaden kurz dahinter wurzelte. Schmetternd bohrte der Gierdack sein Horn in den dicken Baumstamm, von der Kraft seines Sprunges und seiner Masse tief hineingetrieben, nur keinerlei Energie mehr für einen Rückzug habend. Dies verschaffte den Menschen wertvolle Sekunden. Trotz der enormen Panzerung seiner fettigen Haut war der Prädator im Stillstand verwundbar. Messerstiche taten ihr Übriges. Der Koloss wehrte sich zu sterben, ließ nur widerspenstig die scharfen Klingen in sich eindringen und erlitt Qualen, die ein Tier seiner Statur nicht gewohnt war. Während sein Artgenosse im Begriff war zu verbluten, malträtiert von kleinen Stichen, bekam der andere Gierdack es nun doch mit Respekt zu tun, einer Spezies gegenüber, der er sich weit überlegen sah. Er wieherte und bedrohte jeden Menschen vor sich mit seinem Horn. Als erstes aber sollte er dem Vrim den Garaus machen, um nicht wieder eine hinterlistige Attacke seinerseits zu befürchten. Er machte nicht den gleichen Fehler wie sein Vorgänger und stürmte unvorsichtig auf seine vermeintlich sichere Beute zu, sondern visierte sie behäbig an, um langsam mit seinem Horn ins weiche Fleisch des Vrims zu gleiten. Dieses Vorgehen ermöglichte an Yaka, ihren Poncho in seine Richtung zu pfeffern. Das Kleidungsstück breitete sich in seinem Flug aus und legte sich wie ein Schleier auf sein Horn. Spitz wie es war, riss es langsam ein Loch in den Stoff, sodass das Textil weiter herunterrutschte und sein Gesicht bedeckte. Nun ebenso orientierungslos wie der erste Gierdack, schüttelte er seinen Kopf, versuchte den Poncho fortzuschleudern, doch die geringste Aussicht auf Erfolg, jedoch schnitt sich das Horn mehr und mehr durch den Stoff, sodass sein Blickfeld immer größer wurde. Er sah frontal Menschen, doch ihm entging, dass an seinen Seiten ebenfalls welche waren. Iku und Karimato rissen ein Seil von den Stangen der Rattlerhäute und warfen es um seinen Kopf. Beide zerrten in die entgegengesetzte Richtung und strangulierten das Tier so, doch es war zu stark, um sich davon erwürgen zu lassen, riss stattdessen die beiden Menschen bald hierhin, bald dorthin. Peter und Anjaka sprangen ihnen bei, die geflochtenen Fäden des Seils strapazierten sich, einige rissen unter dem Kraftack, doch die Verknüpfung des Seils war das Resultat einer gewissen Arbeit Peters und es hielt. Immer mehr schnitt es der Kehle des Gierdachs die Luft ab, drückte die ledrige Haut zu Falten zusammen und hinterließ Würgemale. Das Abspannen der Luftröhre hatte nicht nur den Effekt, dass der Gierdach im Begriff war zu ersticken, es verunmöglichte auch die Blutzufuhr des Gehirns. Gerötet schienen seine Augen, sich aus ihren Höhlen hieven zu wollen, bis das Tier schließlich von einem zum anderen Moment jeden Widerstand einstellte und nur noch von dem Seil gehalten zu Boden glitt. Diesen Zustand der Ohnmacht verwechselte man allzu leicht mit dem Tod, hatte man es noch nie mit einem Gierdack, tot oder lebend, zu tun gehabt.
Die Seilenden waren fallen gelassen, und ein jeder stürzte nach diesem Schrecken zum nächsten, um sich seines Wohlbefindens zu vergewissern. Es war ein Wunder, dass keiner der Menschen tödliche Verletzungen erlitten hatte, und Pfote würde gesund gepflegt werden. Evana richtete ein Stoßgebet an die Götter, ein ausführliches würde am Abend folgen. Girdaks greifen Menschen nur an, wenn sie die Wahl haben, Anjaka warf Karimato einen finsteren Blick zu. »Das ist ein untypisches Verhalten«, erklärte der Jäger. »Untypisch, toll, was nützt das?« »Ja, es war mein Fehler, Anjaka. Es war mein Fehler. Ich trage die Verantwortung.« »Aber die Verantwortung tragen wir alle.« »Lass dies das Ende unserer Odyssee sein. Keine weiteren Gefahren, bevor wir das gelobte Land erreichen«, bat Halinjaku. Dass sein Wunsch wahr werden sollte, wäre ihm ein Trost gewesen, wenn er in den nächsten Momenten noch in der Lage war, einen klaren Gedanken zu fassen. Doch sein Kopf war auf einmal wie leer. Alle Gefühle wichen einem explosionsartigen Schmerz, und um zu verstehen, was geschah, oblag den anderen. Der Häuptling fiel zu Boden, sein Oberkörper durchtrennt, gespalten durch das Horn des Girdaks. Die Rippen zersplittert, die Haut platzte und die Lungen rissen. Kurz lag das Herz frei, bevor es aufhörte zu schlagen, losgerissen von den Arterien, die das Organ mit dem Torso verbanden. Anjaka schrie nicht. Sie hatte gar keine Luft dazu. Die Worte formten sich nur in ihrem Kopf, und dort würden sie bleiben, unausgesprochen, auf ewig schmerzhaft. »Nein, Vater, nein, nein, nein!« Der Kopf des Girdaks fiel neben sein letztes Opfer, und das Blut, das aus seiner Kehle floss, vermengte sich mit dem des Stammesoberhaupts. Iku zog die Machete aus dem Hals des Tieres, stach wieder zu aus Angst, das Tier könnte sich wieder aus seinem vermeintlichen Tod erheben, wie ein Ungeheuer, ein Ungetüm, Inkarnation allen Zorns der Götter. Er stach zu und noch einmal zu, und immer wenn er die Klinge aus dem Fleisch zog, spritzte das Blut auf ihn, bis seine Hände rot waren und ihm der verschmierte Griff aus den Händen rutschte. Er hatte nie Hass in sich gespürt, aber nun dürstete er nach Rache, wollte den Girdak, der so hinterhältig war, seinen Tod vorzutäuschen, nur ohnmächtig zu werden durch die Strangulation, anstatt elendig zu krepieren, wie es Riot verlangte, einerseits rasch töten, andererseits ihnen auch alle die Genugtuung schenken, ihn leiden, ausbluten zu sehen. Peter hatte als einziger die Kraft zu schreien, und er schrie, bis seine Kehle keinen Laut mehr hervorbringen wollte. Karimato warf sich von hinten um Anjaka, versuchte ihren Tobsuchtsanfall zu bändigen, ein Unterfangen schwerer als jeder Kampf mit einem Tier. Venris' Unterbewusstsein schützte sie damit einfach nicht zu verstehen, was geschah. Sie hatte ihren Bruder verloren, aber eben doch nicht. Pfote verloren, aber eben doch nicht. Mayala verloren, und das konnte sie akzeptieren, aber nichts in ihrem gesamten Leben konnte sie je auf diesen Moment vorbereiten. Halinjakus tote Augen, starrend, nicht sehend. Was für Kräuter wohl helfen würden? Sie dachte automatisch so, nicht wahrhaben, dass nichts mehr helfen konnte. Evana kniete am Boden. Das Rinnsal des Blutes floss über den Waldboden direkt auf sie zu. Ihre Schärpe hing in den kleinen roten Fluss hinab und sog sich voll. Girdak und Mensch gaben ihre schützenden Energien in den Stoff, bis er klamm war. Einzig dieser kleine Bach, der sich durch den Dreck des Bodens schob, bewies, dass die Zeit in diesem Moment nicht stehen geblieben war, dass der Lauf der Dinge weiterging, in die Zukunft floss und sie zur Gegenwart